zum nächsten Vortrag, den ich halten darf. Ich darf mich erstmal beliebt machen, wurde mir gesagt. Ich darf hier so WLAN-Schlüssel verteilen. Ich nehme mal an. Einfach mal durchreichen. Das virtuelle Freibier, ne? Ja. Ja, ich darf ein bisschen was erzählen zu der Rolle des Product Owners in skalierten Umgebungen. Also wie kann ich als Product Owner meine Aufgabe oder wie kann man sich organisieren in wachsenden Umgebungen? Ich darf da ein bisschen was zu erzählen. Vielleicht zunächst so zwei, drei Sätze zu mir. Ja, Stefan Rosbach mein Name, wie man ja nachlesen kann. Ich bin schon relativ lange in dem Thema agile Entwicklung unterwegs, so seit 12, 13 Jahren ungefähr. Bin damals durch ein Entwicklungsprojekt angefixt, bin also eigentlich Informatiker und bin damals durch ein XP-Projekt angefixt worden, also Extreme Programming, und habe dann zu agilen Methoden gefunden, relativ früh. Ja, bin jetzt seit einigen Jahren selbstständig und ich nenne das immer gerne, ich bin pragmatischer Methodiker. Ich halte nichts davon, eine reine Methodik nur anzuwenden, weil es da so geschrieben steht, sondern ich denke, man muss immer einen Blick auf die Organisation haben, auf die Menschen und auf das Projektziel, weil nicht immer dient jede Methodik jedem Projektziel. Klingt selbstverständlich, ich habe es aber in den letzten Jahren sehr anders kennengelernt und sehr viele Diskussionen geführt über Methodiken und deren pragmatische Anwendung, sagen wir mal vorsichtig. Ja, wie man mich kontaktieren kann, sehr gerne. Wenn man so über die letzten 10 Jahre, also ich kann jetzt nur von meinen Projekten sprechen, wenn ich so über die letzten 10 Jahre mal schaue, wie Unternehmen sich entwickeln in Entwicklungsprozessen oder in dem, wie sie Entwicklungsprojekte organisieren, dann stellt man fest, dass es also so eine Bewegung vom Wasserfall zu ersten agilen Gehversuchen gibt. Also man probiert das mal aus, man probiert sich mal aus. Das gibt es auch heute noch natürlich, aber ich merke das so in den letzten Jahren immer mehr Anfragen, habe Diskussionen, sehr interessante Diskussionen mit Unternehmen, die sich meistens irgendwo hier zwischen befinden. Das heißt, die haben schon agile erste Pilotprojekte gemacht und merken jetzt, oh verdammt, das funktioniert, ich muss die Organisation vergrößern. Da stockt es dann zum ersten Mal und beim zweiten Mal stockt es halt in der Regel, wo man merkt, okay, ich habe meine Entwicklung jetzt agilisiert, das funktioniert sehr gut, was passiert danach? Also Stichwort CI, CD, Continuous Integration, Continuous Delivery, das sind dann oft Themen, die heute sehr viele Unternehmen beschäftigen, die mit der agilen Entwicklung schon relativ weit sind. Ja, die dann irgendwann merken, alles was danach kommt, ist ja noch sehr unagil bei uns. Lass uns mal überlegen, was wir da tun. Und die befinden sich dann, wie gesagt, eher so in dieser Evolutionsstufe und ja, ganz rechts, dann hat man es geschafft, was immer das bedeutet. Vielleicht noch ganz kurz, ich wurde da gerade darauf hingewiesen von einem Kollegen, dieses Wurfgeschoss ist ein Mikrofon, wohl, so wurde mir glaubhaft versichert. Falls ihr sie Rückfragen habt, dann einfach melden, dann würde ich das werfen. Das ist weich. Also je nach Frage würde ich dann eventuell den Schaumstoff abziehen vorher. Dann können wir das gerne sozusagen die Information teilen. Ja, ich denke mal, das kennt ihr. Eine Frage, wer ist Product Owner hier? Das würde mich mal interessieren. Ups. Wer ist Product Owner von mehr als einem Program Backlog? Okay. Wer ist mehr als zwei? Ein Wahnsinniger. Okay. Noch lacht er, ja. Nee, das ist okay. Ja, weil das ist in der Tat dann ab zwei wird es spannend, das ist auch meine Erfahrung. Und ja, das Bild kennt, denke ich mal, jeder. Also wie organisiert man sich? Klassische Scrum-Szenario, ja, ein Product Backlog, ein PO, ein Scrum Master und das Dev-Team. Ich denke mal, Aufgaben sind auch relativ klar, Product Vision vermitteln, die Events, wo er federführend ist, also der Product Owner, die entsprechend organisieren, priorisieren und nach außen, in dem Fall Richtung Organisation oder umgebende Organisation, Stakeholder Management betreiben. Klassiker, ich denke mal, das kennt jeder. Das funktioniert ja auch recht gut, denke ich. Das Problem ist, es gibt Punkte, wo es dann zu gut funktioniert. Das heißt, man stellt fest, hey cool, wir entwickeln jetzt agil, diese agilen Projekte werden dann in Unternehmen beäugt. Warum haben die Erfolg und wir nicht? Wir machen das jetzt auch.
Und dann gibt es halt genau diesen Punkt, den ich immer wieder beobachte, wo es dann heißt Scale or Fail. Also das heißt, lass uns jetzt überlegen, wie können wir das vergrößern, das Ganze. Wie können wir den Erfolg dieses kleinen Nukleus, dieses kleinen Projekts in andere Projekte tragen. Das ist meistens der angenehmere Fall. Der unangenehmere Fall ist, wenn sich das eigentliche Projekt vergrößert. Das heißt, ich muss dann genau diese Organisation in dem Projekt oder in dem Programm, je nachdem, wie man das schneiden möchte, muss ich aufboosten. Klar, beim Skalieren, was passiert? Ich habe einfach mit mehr Leuten zu tun. Ich habe mit mehr Aufgaben zu tun, ich habe mit komplexeren Aufgaben zu tun. Es fällt schwerer, sozusagen Stakeholder zu managen, weil es einfach mehr sind. Es fällt schwerer zu priorisieren, weil es einfach mehr Stories sind, mehr Epics sind. Ja, ich habe einfach erstmal mehr von allem als Product Owner. Nicht nur als Product Owner, aber heute sprechen wir über den Product Owner. Und natürlich wird es auch herausfordernder, über das Ganze noch eine Product Vision an das Team zu formulieren oder die sozusagen mit auf die Reise zu nehmen. Auch das stelle ich immer wieder fest, ist dann eine große Herausforderung, das Team einfach auch mitzunehmen oder die Teams. Was leider sehr oft passiert, ist nämlich genau das. Man hat zwar mehrere Product Backlogs, mehrere Product Owner, aber man hat dann so ein, wie soll ich sagen, im Entwicklungsumfeld so ein Ressourcen-Mix. Das heißt, Shared Resources, ich hasse diesen Begriff Resources eigentlich, deswegen habe ich auch Shared People geschrieben, weil das sind Leute keine Ressourcen. Ressourcen sind Rechner oder Tische. Aber letztlich läuft es darauf raus, ich teile mir Leute. Das heißt, Leute verlieren Fokus, das Team verliert Fokus. Es wird sehr schwierig für das Team und auch für die Product Owner, es wird essentiell, sich untereinander abzustimmen. Das heißt, zu schauen, jeder hat natürlich seine Prioritäten, was auch völlig okay ist. Als Product Owner ist eine wichtige Aufgabe, mein Backlog entsprechend mich darum zu kümmern. Ich bin der Kümmerer für meinen Product Backlog, für meine Product Vision. Und da fokussiert zu sein, ist ja erstmal nicht verkehrt. Das Problem ist, wenn 4 oder 5 Leute fokussiert sind auf ihr jeweiliges Product Backlog und es aber Shared People gibt, was machen die People jetzt? Dann wird ihnen montags gesagt, geh mal links rum, dienstags kommt der nächste Product Owner, geh mal rechts rum. Meine Erfahrung ist, es wird sehr schwierig, in so einem Konstrukt das Team zu skalieren. Ich rede jetzt nicht von dem Product Owner, ich rede hier von diesem Bereich. Und die Aufgaben wirklich fokussiert zu erfüllen. Ich weiß nicht, wie da eure Erfahrung ist oder ihre Erfahrung ist. Aber das ist normalerweise das Szenario, was ich am meisten antreffe, wenn Organisationen sich vergrößern. Ja, man hat einfach dann mehr, man fügt dann Projekte hinzu, man fügt Product Owner dazu, man fügt Product Backlogs dazu, aber das Entwicklungsteam bleibt mehr oder weniger dasselbe. Da wird man Entwickler dazu gepackt oder zwei, aber irgendwie sind die dann shared und das ist normalerweise nicht gesund. Das passiert aber sehr häufig. Das ist hoffentlich, das kann auch mal für so ein Übergangsszenario okay sein. Man sollte sich nur Gedanken machen, wenn das Übergangsszenario zum Standardszenario wird. Das ist halt dann... Das wird nicht funktionieren, das ist jedenfalls meine Erfahrung, ja, weil einfach die Leute nicht mehr wissen, was sie dann am Ende tun sollen. Ja, das ist das Traumszenario, das hab ich aber sehr selten gesehen, muss ich gestehen. Das ist wirklich so ein Traumszenario, weil davon träumt man, aber das ist, bleibt auch meistens ein Traum. Ich habe das sehr oft in Diskussionen, dass Kunden sagen, ja, diese Workstreams, die Product Backlogs haben ja gar nichts miteinander zu tun. Und dann gucke ich mit dem Kunden da gemeinsam rein oder mit dem Product Owner, dann gucke ich mal einfach so stichpunktartig da rein, die Stories, und stelle dann fest, okay, aber wenn du das machst, dann hast du doch da auf einmal einen Quereffekt in dem anderen Product Backlog. Ja, stimmt, aber das ist nicht so schlimm, das machen wir dann irgendwie später. Also diese echte Trennung ist meistens meine Erfahrung eine Illusion, ich weiß nicht, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Also ein Wunschszenario, weil im Prinzip hat man dann einfach mehrere Cluster von völlig unabhängigen Backlogs. Aber wenn ich in einem Programm arbeite oder an einem Produkt arbeite, ist das schwierig. Also wie gesagt, ist ein Szenario, was ich glaube ich einmal in meinem agilen Leben, was jetzt schon recht lang ist, gesehen habe, dass das wirklich funktioniert. Das hat nicht sehr lange funktioniert, weil das verfloss dann immer mehr. Immer wird schwierig zu sagen, okay, ich habe eine Anforderung, muss eine Story dazu schreiben. Welches Backlog gehörten die? Ich weiß nicht so genau. Und dann fängt es schon an zu verschwimmen, sich zu vernetzen und dann, was dann per se nicht schlimm ist, aber dann funktioniert einfach dieses Szenario nicht mehr. Ist natürlich insofern ein Traumszenario, weil es für den Product Owner keine Änderung ergeben würde, wenn es denn funktioniert. Ja, weil letztendlich habe ich nur N Product Backlogs, die für sich so vor sich hin daddeln und die keine Interaktion zueinander hätten. Ja, dann habe ich natürlich genau eigentlich das ist eigentlich das Szenario, was dann in der Regel tatsächlich da ist.
Ich habe mehrere abhängige Workstreams. Und dann habe ich genau das Problem, und die Diskussion sehe ich sehr, sehr viel und sehr, sehr oft, dass sich eben über Product Backlogs hinweg dann Diskussionen ergeben bezüglich der Ziele, der Prioritäten. Ja, Moment, ich brauche den aber jetzt, ich brauche den jetzt erstmal für die Story, denjenigen. Ich brauche den für die Story. Und dann hat man genau an den Stellen diese Risspunkte, wo man, wo einfach die konkurrierenden Ziele der Product Backlogs und auch die konkurrierenden Ziele der Priorität oder die konkurrierenden Prioritäten dann auf das Team einprasseln. Führt in der Regel sehr schnell zu sehr großer Unzufriedenheit im Dev-Team oder in den Dev-Teams. Klar, wer arbeitet gerne auf ein Ziel, was sich stündlich ändert? Macht keiner gern. Ja, es ändert sich natürlich nicht wirklich stündlich, sondern es sind einfach mehrere Zielvorgeber, die nicht wirklich voneinander trennbar sind. Das habe ich sehr häufig. Weiß nicht, wie da Ihre Erfahrung ist. Dieses Szenario hat man leider sehr, sehr häufig. Und das führt, wie gesagt, über kurz oder lang zu Problemen. Entweder gehen Leute weg oder die Projekte scheitern. Nicht zwingend, aber das ist so das Szenario, wo dann oft Kunden um Hilfe rufen und sagen, ich möchte das genau verhindern, dass Leute weggehen oder das scheitert und wir müssen hier was tun. Ja, ich habe jetzt mal so zwei, drei Beispiele, das von bekannten Unicorns, also bekannten großen Firmen. Tatsächlich sind die Beispiele aber ehrlich gesagt aus meinem Projektleben. Also das sind, ich habe hinterher festgestellt, die machen das ja auch so. Das sind, wie gesagt, ich bin methodischer Pragmatiker, das sind Vorgehensweisen, die sich dann aus der Projektrealität ergeben haben. Vorab schon gesagt, die Silver Bullet dafür habe ich auch nicht für das Thema. Also man muss genau Folgendes machen, was ich normalerweise mache, wenn ich gefragt werde, wie würdest du es tun, schaue ich mir zuerst an die Organisation. Also was kann die Organisation, ist ja schön, wenn man sich tolle Sachen ausdenkt und Diagramme. Und dann sagt der Kunde mir hinterher, na super, aber für dein Modell bräuchte ich jetzt 8 Product Owner und ich habe aber nur 3. Was mache ich denn jetzt? Ja, also man muss sich schon daran orientieren, was die Organisation leisten kann. Und zum Zweiten was die Ziele sind. Also was will ich eigentlich hinterher erreichen? Und demzufolge, das jetzt bei einem größeren Kunden habe ich, das stelle ich gleich vor, habe ich das empfohlen, das Modell, weil die Themen sehr gut trennbar waren. Das ist ein Modell, wo man im Grunde die agile Organisation noch ein Level höher bringt. Das heißt, ich habe... Ja, man kann das Chief Product Owner nennen oder ich mag so hierarchische Führungsbegriffe eigentlich nicht, aber ich weiß nicht, wie man das sonst ausdrückt. Lead Product Owner finde ich nicht so schön. Den könnt ihr aber auch Nützgrümpf oder Gummiboot nennen, das ist eigentlich egal. Die Idee dahinter ist entscheidend und die Idee dahinter besagt, im Grunde stimmen sich diese Product Owner mit dem Chief Product Owner genau wie ein normales Scrum Team ab. Das heißt, die würden auch die normalen Scrum-Events machen, machen Dailies, stimmen sich über die Prioritäten, über die Backlogs hinweg ab. Das ist eine sehr große Herausforderung bei dem Szenario, antizipieren, was sie für Abhängigkeiten haben. Das ist in der Tat manchmal sehr schwer, weil es gibt zwei Arten von Abhängigkeiten zwischen Backlogs. Einmal die fachlichen Abhängigkeiten, das ist in der Regel einfacher für einen Product Owner, hoffentlich. Es gibt aber leider auch technische Abhängigkeiten. Die werde ich spätestens im Planning natürlich entdecken, hoffentlich, aber je früher, desto besser. Ja? Das heißt, wenn ich schon in einer gewissen Weise antizipieren kann, okay, ich weiß keine technischen Details, aber ich nehme mal an, okay, wenn ich jetzt hier in diesem Formular 3 Felder hinzufügen möchte, dann könnte es sein, dass ich in der Datenbank was ändern möchte. Das würde ich dann in so einer Runde mal zumindest andiskutieren. Ich habe gleich ein Modell, was da noch besser funktioniert, wenn ich ein sehr technisch komplexes Projekt habe, was ich jetzt auch vor kurzem hatte von einem Startup, dann muss ich unter Umständen das noch ein bisschen anders aufstellen. Da habe ich gleich noch einen zweiten Vorschlag zu. Aber wenn ich jetzt reines fachliche Abtrennung machen möchte und das Abstimmen einfach der Product Owner untereinander und auch das Priorisieren, das bedeutet auch, dass man hier priorisiert und ein gemeinsames Verständnis von der Priorität hat und dem Team auch ein gemeinsames Verständnis vermittelt. Ja, und nicht montags links rum, dienstags rechts rum. Das ist eigentlich das Hauptziel. Und natürlich auch die Product Vision, dass die einheitlich ist. Ja, das ist das andere Modell, von dem ich gerade gesprochen habe. Das habe ich eben bei einem
bei einem Kunden etabliert, wo wir von 3 Entwicklern auf 84 Entwickler gegangen sind innerhalb von 1,5 Jahren. Das hat nicht direkt von Anfang an funktioniert. Ja, es gibt immer so, wie soll ich sagen, wenn man sich das anschaut, bei so einem Produkt oder ja, letztlich Backlog-Wachstum gibt es immer so in diesem Graphen immer so Huggel. Und zwar in diesem Huggel muss man irgendwas tun. Das war nicht das Anfangsszenario natürlich, sondern wir haben einfach ganz normal mit einem Scrum-Team angefangen und haben dann, als das dritte Scrum-Team dazu kam, genau das erste Problem gehabt, dass wir auf jedem Scrum-Team oder auf jedem agilen Team einen Product-Owner, einen Scrum-Master hatten. Die haben sich auch abgestimmt, super verstanden, alles super. Nichtsdestotrotz ist es passiert, dass Prioritäten nicht aligned waren, ja? Dass man einfach die Prioritäten nicht gut genug abgestimmt hat oder Interferenzen zwischen den Backlogs entstanden sind, ohne dass man das gewollt hat natürlich. Das passiert trotzdem. Es gibt ja auch gegenläufige, also nicht implizit gegenläufige Anforderungen, ja? Dass ich also Story im Backlog A habe und eine Story im Backlog B und um A zu machen, muss ich in B was kaputt machen oder was anders machen. Ja, das passiert, das ist ein normales Geschäft in der Softwareentwicklung, das ist nicht schlimm. Es ist nur schlimm, wenn man es nicht merkt oder zu spät merkt. Hier haben wir das so gemacht, ja, da gibt es mehrere für dieses, also das habe ich auch nicht erfunden, das Modell, nur halt schon öfters gemacht. Gibt es unter dem Namen Feature Teams oder Vertical Teams. Das heißt, man hat im Prinzip für jedes Feature, ich kann gleich noch ein bisschen was dazu sagen, was ein Feature wäre typischerweise, hat man ein Dev-Team mit einem Scrum Master. Und hat eben, und das ist diese andere Rolle, ich nenne das Plattformarchitekt. Ich glaube, da gibt es keine offizielle Bezeichnung für, auch da wieder gerne Gummiboot oder Nutzkumpf einsetzen. Viel wichtiger ist, was der macht. Der soll dem Product Owner in diesem Konstrukt helfen, ja, technische Auswirkungen seiner Stories zu antizipieren. Ja, der Product Owner soll und will ja nicht technisch sein, unterwegs sein, das ist nicht das Ziel, ganz im Gegenteil. Durch die Abstimmung mit dem Plattformarchitekten kann der Plattformarchitekt sagen, okay, wir haben hier im Grunde ein neues Feature. Hier sind so, verbinden sich so mehrere mittlerweile sehr populäre Patterns hinter. Es gibt unter anderem das Shift-Left-Pattern, also die Möglichkeit oder die Idee, Dinge wie Qualitätssicherung etc. möglichst nah in den Entwicklungsprozess zu schieben. Ja, das heißt, dass ich nicht irgendwie alles sequenziell hintereinander mache und am Ende merke ich so, ups, kaputt. Sondern schon wirklich zu sagen, ich habe in diesem Feature-Team, in dem Vertical-Team habe ich bereits auch meine QA-Leute mit drin. Das hat eben den Vorteil, dass ich, dass die QA-Leute das, ja, den Inhalt besser kennen, was da getan wird. Und natürlich auch schon ihre Arbeit machen können. Ja? Das heißt, sie können entsprechend schon Tests machen. Und der Product Owner hat natürlich dadurch den Vorteil, dass er einfach ein Feature, ein in sich gekapseltes Feature formuliert. Das könnte, also ganz einfaches Beispiel. Ich habe eine, das war auch eine Online-Plattform, Login ist ein Feature. Dann sage ich, okay, wen brauche ich dafür? Ich brauche dafür einen Software-Architekten, ich brauche dafür 3 Entwickler, ich brauche dafür einen QA-Menschen. Der Product Owner formuliert ganz normal in einem Backlog, das kann man jetzt unterschiedlich machen, entweder ein eigenes Backlog machen, das hängt von der Feature-Größe ab oder dem Umfang. Man kann auch einfach je nachdem, welches System man jetzt benutzt, ich nehme an, die meisten verwenden Jira, kann man das einfach labeln. Ja, das heißt, man kann je nach Feature-Team entsprechend die Stories und die Epics labeln und dann kann sich das Feature-Team das rausfiltern. Da muss man jetzt keine eigenen Backlogs für machen, das lohnt sich in der Regel nicht von der Größe. Ja, dann kann eben sozusagen der Product Owner ganz normal seine Stories und Epics formulieren und der Plattformarchitekt muss darauf achten, dass es möglichst wenig, gar keine wird ihm nicht gelingen, das glaube ich nicht, oder nur in seltensten Fällen, dass es möglichst wenig technische Abhängigkeiten zu anderen Features, zu anderen Vertikalen gibt. Ja, das ist dann so ein bisschen die Kunst. Wie gesagt, die klappt mal besser und mal schlechter, aber man muss es zumindest tun, dass man also weiß, wie viele Abhängigkeiten, selbst wenn ich das nicht, wenn mir das nicht gelingt, die Abhängigkeiten aufzulösen, man muss auch sich nicht tot abstrahieren dann, auch das geht dann sozusagen wieder in die Gegenrichtung losschießen, aber einfach insoweit schon mal ein bisschen das Ganze kapseln, dass man wirklich Feature-Teams sauber hat. Und diese Feature-Teams oder Verticals, also wie gesagt, Netflix macht das zum Beispiel also so ähnlich zumindest, kommt damit sehr gut zurecht. Das, wie ich schon erwähnte, man muss sich vorher angucken, gibt das Projekt, gibt das Backlog das her? Das ist nicht das Allheilmodell hier. Ja? Es gibt sehr viele Situationen. Bei diesem besagten Kunden, wo wir von 3 auf 84 Entwickler gegangen sind, ist das jetzt der Fall. Das war aber über weite Strecken, haben wir ganz andere Modelle zwischendurch gefahren. Ja, muss auch mal Dinge ausprobieren.
Das ist jetzt sozusagen das Zielbild, was wir da haben, wo der auch sehr happy mit ist. Aber das war nicht, natürlich nicht die ganze Zeit in place. Irgendwelche Fragen? Ich will mal gerne diesen Würfel schmeißen. Okay. Ich habe jetzt mal so ein bisschen vorweggeprescht. Ich glaube, die Folien werden wahrscheinlich hinterher verteilt. Dann könnt ihr das gerne nochmal nachlesen. Aber ja, genau. Ein wichtiger Grundsatz, den finde ich auch cool. You build it, you run it. Also diese Feature-Teams, da heißt es, ihr habt den Mist gebaut, seht zu, dass es läuft. Ja, ist ein bisschen plakativer gesagt. Aber das finde ich einfach von der Verantwortlichkeit, das ist auch ein genialer Effekt, dass sich so ein Feature-Team extrem verantwortlich dafür fühlt, dass es auch hinterher funktioniert. Also wirklich läuft. Klingt total banal, aber nicht umsonst gibt es Modelle wie DevOps oder so, wo genau versucht wird, diesen Gap zwischen Entwicklung, QA und Operations, also Betrieb, zu schließen. Und im Prinzip macht man hier genau das schon. Ja, also Operations kann da mit drin sein, muss nicht. Ich glaube, ich habe es da auch mit drin gehabt. Auch das hängt wieder davon ab, wie die Organisation in dem Ganzen ist. Aber im Grunde ist genau das dieselbe Idee. Ja, ich habe Teams, die dafür sorgen, dass das, was sie gebaut haben, auch hinterher vernünftig funktioniert. Und das auch tun, also auch in Betrieb bringen. Und das ist ein Prinzip, was ich generell sehr gut finde und was auch sehr gut funktioniert. Ja, vielleicht das auch schon mal, das ist ein Modell, was ein bisschen komplexer ist. Ich mag das meistens nicht so sehr, weil es einen sehr hohen Kommunikator, also das funktioniert wunderbar bei erfahreneren Teams oder bei einem sehr heterogenen Mix aus erfahrenen Leuten und vielleicht ein paar Rookies. Es setzt halt ein sehr hohes Maß an Eigenorganisation voraus. Was erstmal gut ist, das wollen wir auch alle bei agilen Teams. Nichtsdestotrotz müssen wir uns der Wahrheit stellen, dass nur weil man jetzt sagt, du bist jetzt ein agiles Team, ja nicht sozusagen die Selbstorganisation vom Baum fällt, sondern Teams müssen erstmal lernen, das so zu arbeiten und sich so zu organisieren. Ja, das ist ein super Modell. Auch das habe ich mit einem Kunden gemeinsam umgesetzt. Wo man einfach sagt, man hat Squads, Tribes und Guilds und organisiert sich dann, oder die Teams organisieren sich untereinander in diesen Organisationen. Im Prinzip hat man, ein Squad ist im Prinzip genau das, was ein Feature-Team ist von der Organisation. Das heißt, ich habe dieselbe Zusammensetzung, dieselbe Anzahl an Leuten, dieselbe Anzahl nicht notwendigerweise, aber ich habe dieselben Rollen in diesem Team vertreten und die kümmern sich typischerweise um eine Vertikale, um ein Feature, um ein Thema. Und dann gibt es halt entsprechend die Tribes, das heißt, ich habe mehrere Vertikalen zusammen. Das kann Sinn machen, eben genau, wenn es mir nicht gelingt, die Vertikalen komplett voneinander zu trennen. Also wenn ich sage, ich habe jetzt nicht ein Login, was komplett gekapselt ist, sondern ich habe, wenn wir jetzt bei Plattformen bleiben, weil das ein bisschen plakativer ist, ich habe eine Produktübersichtsseite und eine Produktdetailanzeige. Dann gibt es da einfach, Schnittmengen. Die ich wahrscheinlich nicht auflösen kann. Und dann kann es Sinn machen zu sagen, okay, wir haben zwar vertikale Teams, die haben ihren Fokus auf das jeweilige Thema, also der eine für die Produktübersichtsseite oder für die Produktübersicht, da ist ja nicht nur eine Seite, sondern auch ganz viel Logik in der Regel dahinter, und das andere, die anderen halt für die Produktdetail-Logik. Dann habe ich natürlich verschiedene Leute, die da beteiligt sind. Ich habe UX-Designer, die sich um die Oberflächen kümmern, ich habe Web-Developer, die das Ganze entwickeln, ich habe natürlich klassische Backend- oder Full-Stack-Entwickler, die die Business-Logik abbilden und QA. Ja, das heißt Tests, seien es schon Unit-Tests dann begleitend oder eben regressive Tests, Testautomatisierung einführen etc. pp. Also das wär so ein klassischer Squad und ich kann aus mehreren Squads dann einen Tribe bilden, wo es einen funktionalen Zusammenhang gibt. Ja, also wenn ich sage Produktübersicht, Produktdetailseite, es wäre gut, wenn die miteinander sprechen würden, weil die haben immer mal wieder Themen, die sie beide interessieren. Dann macht es Sinn, daraus einen Tribe zu bilden. Und Tribe trifft sich regelmäßig und tauscht sich aus dazu, was er gerade so tut. Und da liegt auch genau die Kunst bei diesem Modell, warum ich am Anfang gesagt habe, dass das nur bei erfahreneren, selbstorganisierten Teams funktioniert. Ich muss genau das richtige Maß an Kommunikation finden. Und das muss ich, das braucht. Ja, das heißt, ich darf nicht überkommunizieren, dass ich einfach sehr viel Zeit damit verbringe zu kommunizieren. Kommunikation ist erstmal gut, aber man wird irgendwann einen Punkt finden, wo mehr Kommunikation nicht mehr Erkenntnis bringt.
Ja, das heißt, diese Kurve flacht dann irgendwann ab, wo einfach der Mehraufwand an Kommunikation nicht dazu führt, dass es besser wird, sondern es führt einfach dazu, dass ich mehr Zeit für Kommunikation verbrauche. Und dieses gesunde Maß zu finden zwischen den Squads ist halt innerhalb eines Tribes oder auch in einer Gilde, ist in der Tat manchmal ein Findungsprozess. Das braucht ein bisschen, ja, bis die Teams wirklich ein Gefühl dafür haben, wie viel Kommunikation brauchen wir und ab wie viel Kommunikation fängt es an zu nerven oder zumindest nicht mehr zu helfen. Und dann gibt es halt noch die Gilde. Das ist ja im Grunde ein Querschnitt, wie soll ich sagen, das sind Leute, die dasselbe Thema interessiert, um es mal ganz plakativ zu sagen. Ja, das heißt klassischerweise Webdeveloper oder Webdeveloper und UX-Designer, die also einfach ein Thema haben, wo sie sagen, da liegt meine fachliche Richtung, da liegt mein fachlicher Fokus und das interessiert uns. Also das ist so der, ohne das jetzt böse zu meinen, das ist quasi dann so der Teamstammtisch, ja, wo man einfach über die Themen spricht, die einen fachlich beschäftigen, inhaltlich beschäftigen und über die man sich mit anderen austauschen muss. Das hat natürlich zur Folge, dass man sich genau auf mehreren Ebenen austauscht, also natürlich das Squad sowieso ineinander, also die haben ja eine gemeinsame Vertikale, dann mehrere Vertikalen untereinander, weil sie halt Abhängigkeiten haben und dann eben Leute, die zusammensitzen, weil sie sagen, ich bin Webentwickler, ich möchte einfach mit anderen Webentwicklern sprechen und mal verstehen, was die so treiben. Ja, das sind so im Prinzip die drei Kommunikationsebenen, wie man hat. Spotify hat dieses Modell, ich kenne auch zwei, drei deutsche Kunden, die das haben, mit denen ich auch schon zusammengearbeitet habe. Meiner Erfahrung nach lohnt sich das erst ab so wirklich, also das ist eigentlich die Mindestgröße, 4 Squads, vielleicht 5 Squads, also kann man sich ausrechnen, 40, 50 Entwickler sollte man, also oder beziehungsweise Teams, dann 4 bis 5 sollte man haben, ansonsten ist das total overengineert aus meiner Sicht. Man kann das tun, aber der Effekt, den man davon bezieht, entsteht eigentlich bei Organisationen, wo man mindestens 5 bis 10 Teams hat, meiner Erfahrung nach. Macht das jemand so von euch? Okay. Und in wie vielen Squads bist du dann unterwegs? Wow, okay. Okay, wow, ja. Aber habt ihr wahrscheinlich auch einen Vergrößerungsprozess durchgemacht? Und ab wann habt ihr dieses Modell gehabt? So, ab welcher Größe? Ah, sorry, ja, stimmt. Verdammt, ich wollte das Ding nochmal werfen. Genau. Mir wurde glaubhaft versichert, man muss da nichts machen, nur reinsprechen. Ob das stimmt, weiß ich aber nicht. Da ist aber der Nick. Nick, wie muss man den Würfel bedienen? Ja, das hat der Kollege Funk versucht. Ja, aber. Also er hat oben reingesprochen, aber es passiert nichts. Ja, alles gut. Das klingt gut. Sauber. Was war die Frage? Die Frage war, wie der Würfel angeht. Die Frage war, wie ihr oder, also das Modell meiner Erfahrung nach geht nur bei größeren Organisationen. Du hast jetzt im Prinzip auch bestätigt, das ist auch eine größere Organisation. Mich hat einfach interessiert, ab wann ihr da hingekommen seid zu einem Modell. Weißt du das? Oder? Wir machen das noch nicht lange, also so ungefähr ein halbes Jahr, aber wir haben vorher andere Modelle ausprobiert, wir haben auch Safe probiert und so weiter. Das hat so semi gut geklappt. Von daher, das ist ein Ansatz, der halt sehr viel von Selbstautonomie hat, ne? Ja, genau. Und auch Selbstorganisation. Und wir hoffen, dass es besser funktioniert. Tut es im Moment auch, aber ist halt der Anfang. Ne? Ja. Ihr habt vorher auch so einen Mix ausprobiert. Ne? Also vielleicht nur ein Hinweis. Ich habe Safe und Less hier rausgelassen, aus zwei Gründen. Ihr könnt das selber nachlesen. Also ich muss ja jetzt mich nicht hinstellen, um euch zu erklären, wie Safe und Less geht. Ihr seid ja alle groß. Und Safe ist sowieso, also Less ist ein bisschen anders von der Idee. Safe ist sowieso, ist ja auch so ein Fan-Out-Modell. Das heißt, ich sage, für einen Product Owner, der darf mindestens oder darf maximal so 2 bis 4, ein Product Manager darf 2 bis 4 Product Owner covern und der wiederum dann, ich glaube, 1 bis 3 Teams oder so. Also die haben auch so ein Fan-Out-Modell. Das ist nicht wirklich total unterschiedlich, aber ich habe mich jetzt ganz bewusst auf Dinge, die ich aus der Praxis kenne, beschränkt und nicht so sehr auf irgendwelche Modelle, die man sowieso nachlesen kann. Das ist dann, das bringt ja nichts. Ja, cool. Und wie viele Entwickler habt ihr das? Oder wie viele Teams sind das dann?
keine Ahnung, es sind 153 Entwickler, aber ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Teams da. 20 Teams wahrscheinlich, ja. Roundabout. Ne? Also Roundabout. Cool. Schmeiß mal zurück. Vorsicht ist an. Ja. Möchte noch jemand? Okay. Gut. Also, wie gesagt, Spotify macht das sehr gerne oder macht das auch schon seit längerem. Das Modell hat einen riesen Vorteil, wenn es funktioniert, also wenn es von der Philosophie, von den Leuten, von der Organisation her grundsätzlich funktioniert. Was er gerade bestellt ist, ist auch meine Erfahrung, die müssen halt sehr selbstorganisierend oder selbstorganisierte Teams muss ich schon haben. Das ist fast unbegrenzt skalierbar, das ist der Vorteil. Also alle anderen Modelle, da hast du immer so Abstufungen, dann muss man das Modell mal wechseln oder muss Dinge einfach mal anders machen. Man wird trotzdem mehrere Sachen ausprobieren, auch das kenne ich. Ich habe noch keinen Kunden gefunden, der das goldene Ei hatte, das Modell, bam, und das gilt für die nächsten 10 Jahre. Aber dieses Modell hat einen riesen Vorteil, es ist fast grundsätzlich unbegrenzt skalierbar. Ich meine, Spotify hat, ihr habt eine Riesentruppe mit 150 Leuten, Spotify hat trotzdem noch ein paar mehr. Ja, die haben auch einen Punkt gefunden, wo sie auch skaliert haben und ja, dieses Modell gefunden haben, dass es einfach noch dann am Schluss besser skaliert. Ja, die haben auch natürlich, da gibt es auch es gibt ja immer knackige Sprüche. Im Prinzip ist die Idee, das Modell ist ja ähnlich wie die Verticals, wie die Feature Teams. Deswegen ist natürlich auch die Philosophie ähnlich. Think it, build it, ship it, tweak it. Also im Prinzip genau dasselbe. Du hast Anfang zu Ende Verantwortlichkeit, liebes Team. Mach was draus. Sag mir, welche Leute du brauchst, welche Know-how-Themen du brauchst. Also für QA zum Beispiel brauchst du jemanden, der Testautomatisierung macht, der Unit-Test schreibt, was auch immer. Das ist halt sehr, beim Zusammenstellen eines solchen Teams hat das Team auch ein sehr großes Mitspracherecht, weil das Team in der Regel ein sehr gutes Gefühl dafür hat, was es für dieses Feature-Backlog benötigt an Know-how. Es hat einen riesen Nachteil, das sind was meine Erfahrungen, weil Sie, kennt ihr das noch, ich war früher jetzt nicht so breit wie heute, aber ich hatte früher ein paar etwas breitere Mitschüler. Beim Sportunterricht blieben die immer am Schluss noch auf der Bank sitzen. Das hat leider so einen ähnlichen Effekt, dieses Modell, weil das Team sucht sich natürlich in der Regel, ich suche mir die geilsten Leute raus. Ja, ich habe ein Feature, was ich umsetzen will und sage mir, den geilen Typ brauche ich, den geilen Typ brauche ich und den geilen Typ. Das Problem ist, die anderen 18 Feature-Teams wollen die vielleicht auch. Das heißt, diese Teambildung am Anfang eines Feature-Teams, da muss man in der Regel ein bisschen koordinieren, dass man auch eine gute Mischung in dem Team hat. Weil natürlich, aus einem Rookie wird kein Erfahrener, wenn er nicht die Chance bekommt, sich weiterzuentwickeln. Also der gesunde Mix ist da genau entscheidend. Das heißt, da bin ich ein Freund davon, das Team zu unterstützen und nicht die komplette Autonomie zu belassen, sondern wirklich ein bisschen zu unterstützen, dass man auch eine gute Mischung in diesem Team findet. Ja? Wenn das Team dann einmal läuft, dann läuft's. Ja, ich habe leider auch kein Silver Bullet für euch. Das ist die schlechte Nachricht. Also es gibt auch meines Erachtens keinen. Wenn es eins gäbe, dann säßen wir wahrscheinlich nicht alle hier, sondern hätten... Ja, wahrscheinlich sei ich doch hier, aber man hätte zumindest eine Südseeinsel im Hintergrund, wo man mal hinfahren könnte. Wenn ich gebeten werde oder gefragt werde, wie würdest du jetzt die Organisation, oder wir haben ein Problem bei der Skalierung unserer agilen Organisation, oder wie würdest du es tun, gucke ich mir zuerst zwei Sachen an. Ich gucke mir drei Sachen an. Ich gucke mir die Organisation an, wie gesagt, das habe ich ja auch schon mal erwähnt. Was kann die Organisation überhaupt leisten? Wie sind die Leute, also haben die Bock darauf, wie weit sind die, was Selbstorganisation angeht, weil es bringt nichts, Leute, die zwar wollen, aber vielleicht in dem Moment noch nicht können, zu überfordern, sondern sollte man sie einfach heranführen. Dann ist vielleicht ein Zwischenmodell sinnvoller, anstatt die Leute dahin zu treiben. Ja? Und ich gucke mir als zweites tatsächlich das Product Backlog an, vielleicht nicht jede Story, jedes Epic, aber mal so grundsätzlich, um zu verstehen, wie groß ist der Abhängigkeitsgrad der Stories untereinander? Also kann man Feature-Teams bauen oder ist es eher eine Gemengelage, wo ich sage, eine Vertikalauftrennung ist nicht sinnvoll oder nicht machbar, zumindest zu dem Zeitpunkt. Und als drittes gucke ich mir natürlich die Projektziele an. Ja, zu den Projektzielen gehören, und genauso solltet ihr das meines Erachtens auch tun, wenn ihr euch für eine Methodik entscheidet, was die nächste Evolutionsstufe sozusagen der Skalierung sein kann. Ja, zurück zum Product Owner. Meiner Erfahrung nach, der Product Owner, ich nenne das mal so, ist die zerbrechlichste Rolle in dem ganzen Konstrukt. Klingt komisch, ist aber so, weil der, wie soll ich das sagen, also der Product Owner ist sozusagen in diesen ganzen Modellen, die ich kenne und die ich auch gerade beschrieben habe, immer die, ja, Sollbruchstelle ist vielleicht zu viel gesagt, aber ist die Stelle, wo es am ehesten schieflaufen kann.
das liegt nicht am Product Owner, sondern das liegt daran, dass er natürlich der Dreh- und Angelpunkt ist zwischen der Kommunikation in das Team oder mit dem Team und natürlich auch der Außenwelt. Und je nachdem, wie die Außenwelt beschaffen ist, also ich habe zum Beispiel 50 Stakeholder. Das ist extrem herausfordernd für einen Product Owner. Vielleicht brauche ich da mehrere. Und der Product Owner ist an der Stelle, wenn ich mir das anschaue, in der Regel die zerbrechlichste Rolle. Und ich sehe auch viele oder die meisten Projekte eigentlich, wenn sie scheitern, daran scheitern, dass man dem Product Owner nicht die Möglichkeit gegeben hat, das zu tun, was er tun soll, es nicht der Richtige in der Rolle war oder das Modell einfach nicht gepasst hat. Ja, und das ist in der Tat eine sehr hohe Herausforderung, weil einfach sich die Kommunikationswege multiplizieren und damit auch die Herausforderungen auch reiner zeitlicher Natur. Ja. Selbst wenn ich einen super Product Owner habe, den kann ich mir kaputt machen mit überkommunizieren. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein paar Anregungen geben. Ich weiß nicht, ob ihr noch Fragen habt, sehr gerne. Sonst bin ich auch noch ein bisschen hier. Freue mich auch über Diskussionen, sehr gerne. Wie gesagt, das Silver Bullet habe ich nicht, aber vielleicht konnte ich euch ein paar Anregungen geben, wie man Dinge angehen kann oder Dinge vielleicht nicht angehen sollte. Und vielleicht könnt ihr euch mal, wenn ihr die Idee habt zu skalieren oder wenn Skalierung auf euch eintrifft, man kann das ja nicht immer steuern, Dann vielleicht könnt ihr ein paar Gedanken dazu machen, welches Modell das Richtige sein könnte. Vielleicht habt ihr schon ein paar eigene Ideen. Ansonsten gilt tatsächlich ausprobieren, wie so oft im agilen Leben. Einfach mal Dinge probieren, einfach mal trauen. Was meine Erfahrung ist, ich habe sehr gute Ergebnisse erzielt, nämlich da auch zu den Teams sehr ehrlich bin und sage, wir probieren das jetzt mal. Dass also auch die Erwartungshaltung so ist, das ist jetzt noch nicht, jetzt kommt nicht der kleine Onkel mit dem Heiligen Gral, sondern wir probieren mal eine Sache aus. Ich glaube, dass sie gut passt, weil ABC. Lass es uns einfach mal probieren. Und ich glaube, damit kann man Teams mitnehmen und kann man auch zumindest dann diesen Skalierungsweg sehr gut beschreiten. Noch Fragen? Wie liege ich in der Zeittasse? Ich überziehe nochmal so gnadenlos, ne? Ja. Ja. Keine Fragen, dann habt ihr jetzt 5 Minuten mehr für Kaffee. Das ist doch der Grund gewesen. Nee, ich hoffe, wie gesagt, ich konnte euch ein paar Anregungen geben und lass uns sonst noch Ball schmeißen. Hallo? Ja. Neben der ganzen Software-Team-Geschichte, ja. Wie sieht es denn aus mit Finance, HR, Sales und Support Teams? Wie integrieren wir die? Da muss ich jetzt erstmal zurückfragen, kann ich ein bisschen was zu dem Projekt oder zum Konstrukt in Summe sagen? Also ich habe die Frage verstanden, ich habe noch nicht ganz verstanden, wie. Naja, es gibt Unternehmen, die haben ein paar hundert Mann und davon sind vielleicht die Hälfte Non-IT, ja. Keine Softwareentwickler. Ja. Und auch die wollen sich ein bisschen selbst organisieren, ja. Ein bisschen besser zusammenarbeiten und vielleicht auch HR-mäßig ganz gut verstehen, was die anderen machen. Ja. Und da auch eine Rolle spielen. Ja, würde ich tatsächlich, also ja, man kann das, also ich bin jetzt sehr IT-fokussiert vorgegangen, was meistens am plakativsten ist, aber das gilt natürlich für andere Teams auch. Also jetzt nehme ich mal ein Vertriebsteam, fangen wir mal damit an. Wenn du jetzt tatsächlich ein Vertriebsteam hast, dann hast du im Prinzip dieselbe, ich bin jetzt kein super Vertriebler, aber ich arbeite auch durchaus mit Vertrieblern zusammen. Und je nach Thema, was du halt vertreibst, hast du auch verschiedene Vertikalen. Das heißt, du kannst dich auch wieder da vertikal aufteilen und kannst sagen, ich habe Produkt A, was ich vertreibe und habe das Team dazu oder habe Produkt B oder habe Lösung. Also das ist ja, dann gibt ja verschiedene Metriken, die man dann auch im Vertrieb anlegen kann. Aber schlussendlich kann ich mich auch da wieder vertikal aufteilen und würde mir auch sowas wie so ein Squad Leader dafür suchen. Ja? Den würde ich dann vielleicht nicht Product Owner nennen, weil das einfach nicht so wirklich passt, weil es ist ja kein... Es ist ja kein Produkt im Sinne von agil, aber Landing Squad Leader klingt geil und trifft es auch ganz gut. Und dann kannst du im Prinzip genau dasselbe machen, dass man die Squad Leaders miteinander sprechen lässt, vielleicht ab einer bestimmten Größe. Ich würde sagen, so 4 bis 5 Squads sollte man das Ganze, sollte man so einen Squad Chief haben oder sowas, der dann wiederum ein bisschen organisiert, dass die miteinander vernünftig agieren. Aber schlussendlich könnte man das genauso vertikal aufbauen. Und HR, ja, bei HR fallen mir jetzt spontan mehrere vertikale Möglichkeiten ein, entweder nach Themen, wobei HR wahrscheinlich schon ein sehr homogenes Thema in sich ist,
Da könnte es tatsächlich dann sinnvoll sein, wenn es eine sehr große Organisation ist, wenn es verschiedene Bereiche gibt, es in Bereiche zu gliedern, dass man einfach erreicht, dass die verschiedenen HR-Leute, die für verschiedene Bereiche zuständig sind, Dinge einfach ähnlich tun. Weil das ist ja in der Regel das, was ich möchte im Unternehmen. Dass ein gemeinsames Verständnis, letztlich ist das eine Product Vision, ja, das kannst du genauso da drauf mappen. Ich möchte, dass die Leute die gleiche Vision haben, klingt jetzt sehr hochtrabend, aber ich möchte ein gleiches Bild haben, wie wir Dinge tun. Und das kann man genauso auch auf Nicht-IT-Organisationen 1:1 mappen aus meiner Sicht. Wie gesagt, ich würde es dann vielleicht nicht Scrum Master Product Owner nennen, aber schlussendlich die Verantwortung in den Rollen ist sehr, sehr ähnlich. Passt das? Okay. Gerne. Ich habe noch einen Ball hier. Das ist ja gar kein Ball, das ist ja ein Würfel. Nein. Wir können besser werfen als du, Tasso. Ja, das stimmt. Okay, dann Timebox.